Wir sitzen in Zimmer Nummer 23. Obwohl sitzen vielleicht nicht das richtige Wort ist, denn in Wirklichkeit versuchen wir so schnell wie möglich alles zusammenzupacken. Was wir vielleicht sonst noch brauchen können, Konserven, Werkzeug, was immer wir finden können. Wir wollen sicher gehen, dass wir alles haben, was wir brauchen. Wir haben nicht viel Zeit. Verdammt, wo habe ich meinen Gürtel hingelegt? Ich wette, wir haben etwas vergessen. Wir sind fast fertig. Wir haben das Messer verloren. Wir zählen das Geld. Wir hinterlassen das Zimmer in einem chaotischen Zustand. Nun sind wir also am Bahnhof. Wir singen alle Lieder, die wir kennen, und denken uns neue aus. Alle sind furchtbar aufgeregt. Erst um 3 Uhr morgens gehen wir schlafen. Ich fragte mich, was uns dort erwartet. Was werden wir sehen? Wie weit werden wir es schaffen? Ich höre, wie die anderen im Schlaf ruhig atmen. Draußen fällt der Schnee. Das ist wahrscheinlich jemand von der Expedition, die das geschrieben hat. Wohl so eine kleine Notiz. Und, ja. Da werden wir wahrscheinlich noch ein paar mehr Zettel finden. So. Uiuiui. Es wird sehr schön gerade hier. Es wirkt sehr einladend, muss ich sagen. Und ich habe auch überhaupt keinen Plan, wo ich hinlaufe. Ich versuche einfach mal hier durchzukommen. In der Hoffnung, dass, ja, dass ich nicht erwischt werde, sondern dass ich hier schleunigst einfach wegkomme. Okay. Hier geht's anscheinend nicht weiter. Hallo? Alter. Hier ist ein Zettel. Wo ist der Zettel? Hier ist irgendwo ein Zettel. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Hier. Ich hoffe, ich kann beruhigt... Ich hoffe, ich kann beruhigt den Zettel lesen, ohne dass wir erwischt werden. Ja, wie gesagt, auch auf Twitch willkommen zur Let's Play Live, schon zum Live-LP. Ich werde, wie gesagt, nicht so... Wo kommt die Musik auf einmal her? Ich werde, wie gesagt, nicht so sehr auf den Chat eingehen, also nicht böse sein, ne? So, ausgeschnitten aus Logbucheinträgen von Dr. Ivan Wanski. Wissen Sie, was wir tun wollen? Wir spielen Gott. Telekinese, Telepathie, Gruppenhypnose. Wir lösen physische und psychische Störungen aus, schufen einen Raum des Zerfalls. Die Subjekte vertrugen nicht einmal eine kleine Strahlungsdosis. Diejenigen, die irgendwie über... Warum habe ich das nur irgendwie gewusst? Scheiße, vielleicht sollte ich nicht einfach da irgendwo rumstehen und ein Buch lesen. Oder ein Zettel, scheiße. Was hältst du vom Spiel? Heute überlege ich mir, den Store zu kaufen, war unsicher. Gucke dir erstmal zu, mal sehen, vielleicht kaufe ich es mir dann. Erzähl mal was über das Spiel. Was muss man da machen? Wie gesagt, ich werde nicht so auf den Chat eingehen. Du musst schon, wie gesagt, dann hier einfach zusehen, weil es ist ein Live-Let's Play. Ich nehme gerade live auf für YouTube. Und da werde ich nicht so sehr auf das Spiel, wie gesagt, auf Fragen und sowas eingehen. Sei mir da nicht böse drum. Oder du guckst es dir einfach, wie gesagt, hier an und machst dir selbst einen Eindruck davon. Das ist aber mies. Man darf da nicht rumstehen, wegen die Zettel zu lesen. Da müssen wir uns das ein bisschen aufsparen. Vielleicht habe ich den Zettel ja jetzt noch. Weil dann sammle ich den jetzt nur ein oder beziehungsweise den besitze ich ja jetzt und werde einfach weitergehen. Das ist ein bisschen... Ja... Aber wir sterben relativ häufig, muss ich sagen. Ist ja... Okay, den Zettel haben wir. Ich verschwinde auch schon hier. Sind wir von hier gekommen? Ich habe keine Ahnung. Wo ist die Karte?
Ein Loch. Schön. Uah, eine Falle. Ach du Scheiße. Wir werden so schnell wie möglich den Zettel lesen. Ja, ich entschuldige mich dafür. Ich will ihn nur weg. Ich will ihn nur weg. Hier ist ein bisschen heller. Hier bleibe ich, hier ist ein bisschen heller. Alter, was ist denn da hinten? Das sieht aus wie eine Hütte oder so. Da müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht mal hinkommen. Das sieht aus wie eine Hütte. So, ich glaube, hier haben wir ein bisschen... Ich glaube, hier haben wir ein bisschen Ruhe, ein bisschen das Buch zu lesen. Ich probiere es nochmal, warte mal. So, wo waren wir denn jetzt gewesen? Ich blätter mal eben durch, warte mal. Nee, Tagebuch... Ich glaube, bei Tagebuch war das gewesen, wenn ich da jetzt mal schnell hinblättern kann. Ah, hier. So, da war das gewesen. So, diejenigen, die irgendwie überlebten, benahmen sich wie besessen. Sie sprachen in anderen Stimmen mit uns, in Sprachen, die wir nicht erkennen konnten. Und dann starben sie alle. Einer nach dem anderen. Manche erstarrten zu Stein, andere zerfielen zu Asche. Als, ich erinnere mich auch an einen, der mit verdrehten Gliedmaßen über den Boden schwebte und dann so über den Boden erstarrte. Es ist viel Zeit vergangen, aber das Ganze lässt mich noch immer keine Ruhe. Ich erinnere mich daran, ich sehe es jeden Abend vor meinen Augen. Hat irgendjemand überlebt? Später teilten sie mir mit, dass die Antwort nein ist. Aber ich bin der Meinung, dass eines der Subjekte vielleicht doch überlebt haben könnte. Hast du irgendeine Ahnung, was wir getan haben, lieber Anton? Ja. Auf die Frage hatte wahrscheinlich Anton auch keine Antwort. Jetzt versuchen wir mal zu der Hütte zu kommen. Das ist in die Richtung. Warte mal. Ich pack mal eben den Kompass aus. Das ist dann... In welche Richtung ist das? Warte mal... Weiter müssen. Wir können den Kompass auch so auspacken, ne? Wie packe ich nochmal den Kompass aus? Nein. Ich kann den Kompass auch alleine auspacken. Wie war das nochmal? Nein. Das war falsch. Ah, hier. Okay, also in die Richtung muss ich mich halten. Okay. Ich will hier nicht sein. 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 Da ist eine Hütte. Da ist die Hütte. Wie kommt man denn... Kommt man da irgendwie... Ich höre einen Zettel. Der ist wahrscheinlich oben, der Zettel. Ich will hier auch nicht zu lange rumstehen. Wie gesagt, ich... Die Taschenlampe wackelt schon wieder. Da waren schon wieder die Fußspuren. Ciao. Ich muss weg, 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 ich muss weg. Ich meine, hey. Hier muss ja irgendwo der Weg zur Hütte sein, oder? Ah, mich juckt schon wieder. Verdammt. Wie kommt man denn da rauf? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Hör, lauf! Ich will mich nicht umdrehen! Jetzt bin ich wieder hier! Ah! Lauf doch! Lauf! 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 Oh, er kann nicht mehr laufen, er kann nicht mehr laufen, scheiße. Ich will hier nicht sein, ich will hier nicht sein. Geh weg. Ich will hier nicht sein, ich will hier nicht sein. Sind wir schon wieder hier, ey. Alter, wie kommen wir denn auf die Hütte rauf? Ich glaub das nicht. Ich würde gerne auf diese Hütte rauf. Scheiße, verdammt.
Und vor allem, wie kommen wir generell aus diesem Wald raus und wo befinden wir uns? Wir müssen uns ja, wir befinden uns wahrscheinlich hier. Alter. Da müssen wir auch noch irgendwie hinkommen. Es ist irgendwie rechts lang. Ich würde mal versuchen, einfach mal in die Richtung versuchen, durchzugehen. Irgendwie aus dem... Nein! Was? Was? Das gibt's doch nicht. Das ist auch ein Hohn. Dass ich das nicht gesehen habe. Ich bin blind. Ich laufe einfach blind durch die Gegend. Das ist ja unfassbar. Da sterbe ich einfach an so einer dämlichen Falle. Ich fasse es einfach nicht. Es ist ja... Na toll. Ja, da haben wir einen Ladebildschirm, den wir ja schon lange nicht mehr gesehen haben. Ne? Oh Gott. Unfassbar. Oh. Oh. Keine Kohlensäure im Energy Drink. Oh. Da zieht sich alles zusammen. In der Mundregion. Mal gucken, wo der jetzt lädt. Der lädt doch bestimmt jetzt an dem letzten Zettel, oder? Oder bin ich da? Ja, war ja klar. Toll. Was? Ja, wo bin ich? Wo bin ich? Wo will ich hin? Ich weiß es nicht. Ich hab... Hier ist irgendwo ein Zettel, oder? Warte mal. Ich höre irgendwo einen Zettel hier. Oder ist der Zettel hier oben? Hier ist irgendwo... Wo ist er denn? Bin ich schon wieder blind? Das gibt's doch nicht. Aber ich will ja auch nicht zu lange hier rumstehen, rumgeiern, dass da wieder die... Okay, das kommt von weiter vorne. Aber wo? Jetzt kommt das von hier, das Geräusch. Toll. Das ist bestimmt oben. Naja, ich lass den Zettel mal Zettel sein und geh mal hier weiter. Ah, weil dieser... Naja. Soll ich da wirklich lang gehen? Ich bin mir unschlüssig, ob ich wirklich über diese... Ja, sicherheitsmäßige Brücke drüber gehen sollte. Ich entscheide mich dann doch lieber, glaube ich, andersrum. Ja. Der Ladebildschirm ist ganz schön... Ja, das stimmt, der ist ganz schön krass. Ja gut, dafür lädt aber auch einmal nur das Spiel. Also einmal die Open-World-Karte. Oh, Gott sei Dank, wir sind wieder raus. Okay... Gibt es denn hier eine Möglichkeit, irgendwie... Okay. Anscheinend geht es hier nicht weiter. Okay, also müssen wir doch da lang. Oder zumindest in die Richtung. Boah, dieses Zettelgeflatter, ne? Boah, das... Wo geht's denn hier hin? Waren wir hier schon? Ah, von hier kamen wir, ne? Uah, warte mal. Was steht da? 58, 71, okay.
Warte mal. 58, 71 war das. Ich schau mal eben schnell auf die Karte, wo wir uns befinden. 58, 71. Hier befinden wir uns jetzt, um Gottes Willen. Das heißt, wenn wir doch hier raufgehen, müssten wir doch wieder nach oben gelangen. Aber hier kommen wir nicht durch. Das heißt, wir könnten ja mal versuchen, über die Brücke zu schlendern, wenn das klappt. Ich hoffe, ne? Ich trau der... Alter. Ich klemme, okay. Ich klemme immer noch. Ich höre immer noch einen Zettel. Ach, guck mal, ein Lagerfeuer, sehr schön. Aber das ist aus. Ich höre immer noch diesen Zettel, aber ich sehe den nicht. Und hier ist Nöte. Na toll. Ach, jetzt sind wir oben bei der Hütte. Toll. Finde ich ja ganz großes Kino. Ich würde gerne diesen Zettel finden. Alter! Mach doch nicht so eine Scheiße mit mir! Steht jemand im Schrank. Kann ich, wenn ich hier einfach so ein Messer nehmen? Oder ich, Schuhe, schön. Kann ich Licht anmachen? Nein. Ich will da gar nicht reingehen. Wer ist das? Aber da ist ein Zettel. Geh weg, lass mich. Lass mich, geh weg. Ah, Alter! Ciao! Hey, lass mich durch! Lass mich durch! Alter, ich klemme! Ich klemme! Ich klemme in so ein bisschen Stein! Geh weg! Lass mich! Alter! Dieses Spiel! Where are you? Ich bin hier! Ich brauche einen Doktor. Ich brauche den nächsten definitiven Doktor. Ich gehe nie wieder in diese Hütte rein. Nie wieder. Versprochen. Entschuldigung. Das haben wir schon gelesen. Consumed by pain and madness. It resists, but defends itself from what can set it free. The path to understanding leads through contradiction. We deny one simple fact, the fact that humans are the real monsters. And as such, we should treat each other. Although I had been deluding myself otherwise for so many years, I have finally figured out my true nature. Remember, but in the darkness, you are never alone. There is always someone who awaits your fall.